Kriegst Kotzen. Moinsen! Ja, hallo! Moin, nick ich nicht! Moin, ihr Lappen! Hä? Na komm, ist schon auffällig auch, ne? Komm her, Ingo. Moin! Moin, Mitch. Alles richtig gemacht, Ingo. Alles richtig. New Bike Day! Ja, New Bike Day. Hat der Mitch schon recht gehabt. Ich habe mir das 2022er Kräftig SE gekauft. In einem wunderschönen Blau-Schwarz mit 625er Akku. Herausnehmbar, das ist bei Mountrekker nicht mehr ganz so easy bei den neueren Modellen, beziehungsweise geht es ja gar nicht. Und habe mir auch schon einen zweiten Akku gekauft. Der Deckel fehlt noch, die Abdeckung. Aber das ist jetzt mein neues Bike. Ja, wie das dann so ist. Die ersten Abfahrten, das war dann doch schon eher anspruchsvoll. Nicht aufgrund der Trails, die waren zwar sehr loose, ja nur Sand. Aber aufgrund des neuen Bikes. Bremse natürlich noch gar nicht eingefahren, Cockpit noch gar nicht eingestellt. Sattelhöhe war auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe ja Größe M gekauft. Aber die ersten Trails, da musste ich schon gucken, wo ich hinfahre. Oh, durchgeschlagen. Oh, das will aber noch nicht dahin, wo ich hin will. Bisschen wenig Luft vorne, glaube ich. Oben gleich an der ersten Stufe. Bock. Du, nee, da nicht. Hier. Also jetzt war der erste, sonst haben wir davon nichts. Okay. Ach komm. So, ein Trail haben wir schon geschafft. Zwei. Oder war das der gleiche? Zwei. Einmal Trailpulssaft heißt zwei. Das Zeug jetzt. Ah, nein. Prost. Prost. Auf euch. Auf Cola. Schöner Trailpulssaft, ne? Auf die frisch eingeworfene Ibu. Rolle hinten anstellen, bitte. Ja, so nach der vierten Abfahrt, kann man eigentlich sagen, und den ersten zweier Werners, ging es dann doch schon ein bisschen besser. Die Bremse fing an zu greifen. Ich hatte mich so ein bisschen auch an das Bike gewöhnt. Das Bike ist unheimlich agil und wendig. Lenkbewegungen, die werden sofort quittiert quasi. Und da muss man sich wirklich doch dann schon umstellen. Das Leitfeld 301 ist da etwas anders gewesen. Wobei ist das ja auch in Malle war und jetzt war ich komplett 29. Scheiß Kurve. Hier bin ich doch jetzt schon ein paar Mal hergefahren. Wow, wow, wow. Ah. Oh, da liegt einer. Das ist nicht gut. Was hast du denn hier gemacht überhaupt? Rinne gewechselt. Ja, ich wollte gerade an dir vorbei. Wo, auf dem Trail? Achso, die Rinne, die Brille habe ich verstanden. Nein! Nein, steck doch da rein! Nein, wir machen jetzt ein Pflaster drauf. Das habe ich im Harz auch gehabt. Habe ich im Harz auch gehabt. Meine Kamera aus. Mit dem Handy, Alter, mit dem Pflaster, also. Mein Dreck und so was. Ich bin mein Handy. Mensch, wie siehst du aus? Warte. Du siehst aus wie eine Sau und dreckig bist du auch noch, ey. Mann! Los, so, pass auf. Das sind doch deine Home-Trails. Ich film noch. So, jetzt. Ich muss ein Video machen. Mach ich.
Drück das erstmal richtig. Auf deinen eigenen Homepage. Drück das erstmal ein bisschen rein. Auf den eigenen Homepage. Wie übelst sieht der aus, übelst. Guck mal hier, die Jacke, alles versaut. Aber guckt euch diese sorgsamen Kollegen an. Jeder befummelt mich. Ein Pflaster oben. Der Helm hat geblutet, kriegt er ein Pflaster. Jeder befummelt mich. Warte, können wir noch was draufschreiben? Schmierlappen hier drauf. Enduro-Vibes hier so draufschreiben. Nochmal ein bisschen Vibes-Aufkleber dabei haben. Man hat einer einen roten Filzstift oder so, kannst du ein bisschen... Herzchen also, drauf machen. Hi. Ja, einige von uns hatten doch ein bisschen Fallsucht heute. Beziehungsweise gestern oder am Wochenende. Aber wir haben es auch ganz schön krachen lassen. Der ein oder andere war am Boden und der Christian hat mal den Notausgang genommen. Und Gott sei Dank habe ich nicht ganz so den Gashahn aufgedreht. Das Bike wollte. Das wollte immer nach vorne. Aber ich bin da doch etwas zögerlich. Christian hat den Notausgang genommen. Ja. Alter, was ist denn hier? Ich werde noch was sehen hier. Anfang November so trocken, das macht dann schon ein bisschen Sorge. Das hat so gestaubt teilweise und die Trails waren so loose. Also das war schon echt extrem zu sehen. Hä? Ach so. Okay. Guck mal. Oh, geil, 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 geil. Ah, Christian, das war jetzt geil. Meine Bremse kann nix, ey. Was ist das denn? Wow! Wow! Bist du hinter mir? Wieso ist da hinter mir jemand? Das funktioniert nicht. Ja, aber ich kenne aber den Trail nicht. Scheiße, sind die jetzt hier lang? Kacke. Weiß? Ja doch. Leck mich. Ich war unter Pressure hier. Under Pressure. Ich hab gedacht, wenn du Fully fährst und ich anhalte, dann...
Ja. Er mit dem Hatter hinter mir. Zwei Finger platt. Guck mal, Meter. Ja, ich muss auch Gas geben, ich war under pressure hier. Ja, lass es auch umdrehen. Die haben richtig Bock gemacht. Die waren, ja, also zwar kurz, aber super flowig teilweise. Und war wirklich nice, wie man so schön sagt. Oh, schon wieder dieser Scheiß hier. Nehme ich trotzdem nicht. Ja, das lief auf jeden Fall immer besser. Die Bremsen sind natürlich nicht so die Rakete für mein Gewicht und das, was wir fahren. Aber die werde ich runterschmeißen. Ich habe noch eine XT hier liegen. Wow! Boah, das war. Ja, toll! Das war aber nicht die vorgegebene Linie, Christian. Was jetzt? Hä? Hä? Was ist denn hier? Warum fahrt ihr denn alle da lang? Leute, langsam, ne? Ich kenne mich hier nicht aus. Hä? Wow, Sand! Alter, da oben in der Kurve war aber Sand, ey. Hey, wo seid ihr? Hä? Weiß ich noch nicht. Hä? Das ist schon Wirrwarr hier. Geiler Wald. Was ist denn mit euch los hier? Oh oh. Und das mit meiner Bremse?
Alter! Junge, Junge, Junge! Und Ding, oder? Meine Bremse hat nichts gemacht. Wow! Alter, meine Bremsen. Ich nagel da runter ohne Bremse, ey. Schade. Das gibt's doch gar nicht, was ist mit euch los, ey? Der fährt wieder geradeaus. Ich hab mich du bist mal geprellt hier, Alter. Du bist doch nicht mehr in Bankverknotet, mal ganz was Neues. Wieder weggerutscht. Schmeiß ihn zum Boden, den Hoden. Alles fein da unten. Aber agil ist das, ja, ich bin rum. Ja, aber sonst ist gut. Viel, viel ist das gut. Lars, guck mal, ob du jemanden zum Boosten findest. Junge, Junge, du, kaum rufst du noch von hinten, gib mal Gas, da fällt der direkt auf die Fresse vor allem. Ey, und du hattest gerade so schön abgezogen auf der Route und gedacht, geil, da geht ja auch hinterher und dann haust du voll in den Eisen. Wie die weggerutscht, Alter, mit dem Lenker. Bin gut geflogen. Ja. An den Baum hier oder was? Ja, stimmt, die Wurzel da oben rüber über die Kante, aber dann diese Wurzeln sind fies hier, ne? Weil die da ja. Ich bin ganz außen gefahren. Was heißt Ingo? Sag mal! Nix, Ingo! Der ganze Bein ist doch dreckig da. Wo? Oh. Er hat gelingt. Ich hab von hinten gerufen. Gib Gas, gib Gas. Dass ich vor Angst bin. Die Harte, Pippi Harte. Pippi Harte, die fordert die Einhaupt von der Mann. Lass uns noch ein Pippi trainieren. Das ist ja auch geil. Ja, und da habe ich volle Pulle verweigert. Da hat Schmidtchen sich mal lang gemacht und von daher habe ich gedacht, nee, komm, das muss jetzt nicht sein. Wir sind fast zu Hause. Wow. Wer hat mein Bier geklaut? Ach, da. Aber, lieber Fun. Die Aufkleber, die Idee hatte meine... Und was jetzt? Okay. Ja, die habt ihr die Runde beendet? Kriegt da auf jeden Fall jeder mal einen Pokal, Leute? Ja, geil! Was damit? Oh, geil! Früher war 2022 sogar drauf. Mega. Ja, mega! Ah, oh, na, du bist der Beste. Hammer! Welche? Die? Alle drei kamen. Hier, was Lars da gezaubert hat, das war schon ein großes Kino. Mit Pokalen und Würstchengrillen und ähnlichem. So, seine Family hat da geholfen. Dafür echt nochmal lieben, lieben Dank. Das war ein mega Tag. Hast du das Intro durchgedreht? Nein. Ja, was steht denn drauf? Wieder aus der Rolle. Früher war ich meine erste Wahl. So, früher war ich meine erste Wahl. Ja, sie auf los, dich. Auf den soll ich jetzt so los. Auf die Schmierlappen. Auf die Lappenrunde, ja. Cheerio! Die Pinger war nicht, die Pinger. Der hat Oberflächenspannung. Kippert nicht, ja. Jetzt stell dich mal bitte noch mal daneben. Ey, so ein Brusthöhe, ohne Witz. Ey, sag mal, ist so ein Brusthöhe. Da kann man viel drauf abstellen, auf dem Sattel. Das ist ein Stehtisch.